Doppelkonferenz. Was das ist, wissen Sie ja. Eine Szene zwischen zwei Komikern, einem Gescheiten und einem Blöden, die in unserem Fall ganz individuell besetzt ist. Der Gescheite bin ich und der Blöde Ernst Waldbrunn. Ich versuche meistens zu beginnen, aber er lässt mich nicht zu Wort kommen. Kaum fange ich an zu reden, kommt er und sagt... Servus, Karl. Da haben Sie es. Also, servus, Ernst. Karl, wer fängt an? Du. Ich fange an. Fragen ja, mich was. Ja, was soll ich dich fragen? Was Blödes. Mit Blödes, schön. Also schön. Wo warst du heute Nachmittag? Was Blödes? Natürlich. Heute Nachmittag war ich in der Eisenhandlung. Ich habe ein Kilo Nägel gekauft. Kilo? Wozu brauchst du so viele Nägel? Wir haben einen Fakir zum Nachtmahl gehabt. Das ist wirklich blöd. Also, gehen wir weiter. Wie kommst du zu einem Fakir? Zum Fakir? Auf dem Schiff habe ich ihn kennengelernt. Was für einem Schiff? Du warst auf einem Schiff? Das weißt du nicht. Nein. Ich habe eine Südamerika-Reise gemacht. Du? Wie war's? Herrlich. Ja. Herrlich. Ja. Die Überfahrt, Karl. Frauen waren an Bord. Wundervoll. Besonders eine Brasilianerin. Ihr Mann war Geiger. Gut? Gut? Was heißt gut? Der hat einmal den Hummelflug von Rimski-Korsakow so täuschend gespielt, dass man ihn mit DTT angespritzt hat. Wirklich. Ihr habt der Frau hofiert. Die Frau war von mir berauscht. Ja, die scheint nicht viel vertragen zu haben. No. Eines Abends waren wir allein an Deck. Alles war im Saal. Wir standen an der Reling. Ich beuge mich über sie. Über die Reling? Über die Frau. Also. Auf einmal kommt der Geiger und schreit. Was erlauben Sie sich? Sie Halbidiot. Ich, du kennst mich, schreie zurück. Warum sagen Sie Halbidiot zu mir? Wahrscheinlich wollte er dir nicht gleich die ganze Wahrheit sagen. Ne? Doch, ich, du kennst mich, reibe auf. Ich hätte den Geiger krumm und lahm geschlagen, wenn ich nicht zurückgehalten worden wäre. Von wem? Vom Geiger. Er hat gesagt, dass er mir 2 Ohrfeigen geben wird. Und was war? Nix, er hat es immer gegeben. Ach so. Die Leute stürzen aus dem Saal. Ich, du kennst mich, sehe rot. Ich warte. Worauf? Bis es grün worden ist. Ich packe den Geiger bei der Gurgel, beuge ihn über diese Reling. Plötzlich ein Schrei. Mann über Bord. Ich schaue mich um. Wo war ich's? Was hast du gemacht? Na, ich schwimme. Plötzlich kommt ein Boot. Ich denke, es sind die Matrosen vom Schiff und lasse mich in den Kahn ziehen. Waren's Wilde. Wilde? Schrecklich. Wilde. Man bringt mich auf eine Insel, dort bekomme ich eine Lungenentzündung. Lungenentzündung? Auf einer Insel werde ich dort behandelt? Der Medizinmann. Erst hat eine Woche lang nur getrommelt. Nur getrommelt? Ja. Wahrscheinlich Krankenkasse. Ja, ne? Ich glaube. Ich, Lungenentzündung. Noch immer. Dann ist eine weitere Woche um mich herum getanzt. Ich... Lungenentzündung. Yes. Endlich, nach der 3. Woche höre ich, wie er dem Häuptling zuflüstert. Jetzt sage ich noch einmal Chamalachaya und noch einmal Chamalakika. Und wenn das auch nichts nutzt, gebe ich ihm Penicillin. Das hat dann auch geholfen. Oh, also Gott sei Dank. Und dann bist du gegangen. Nein. Ich wurde zur Verlobung der Häuptlingstochter eingeteilt. Als was? Als Hauptspeise. Also. Es waren Kannibalen. Das Feuer hat gebrannt. Ich bin bereits auf der Speiskarte gestanden. Gedünsteter Waldbrunn mit kleinen Gurkeln. Na und, was hat dich gerettet? Verlobung ist zurückgegangen. Jetzt warst du aber frei. Noch nicht, noch lang nicht. Ich habe jeden Tag heimlich eine Flaschenpost aufgegeben, nur meine Adresse. Ohne Stöpsel. Warum ohne Stöpsel? Drucksache. Also. Ist billiger. Es hat aber 2 Monate gedauert, bis mich ein Schiff gerettet hat. Ich habe dort eine Menge Fotos gemacht. Hast du sie hier? Eines. Warte mal. Zeig her. Wenn du sehen willst. Moment. Halt. Was? Das ist ein falsches. Na lass anschauen. Das ist ja nicht von dort. Doch wurscht, von wem ist sie? Gib her. Das ist doch... Wer ist das? Mein Großvater. Väterlicherseits oder mütterlicherseits? Väterlicherseits. Siehst doch, er hat ein Schnurrbart. Okay. Ich trage das Bild immer bei mir. Ich möchte es nämlich vergrößern lassen. Ja, da kann ich dir einen ausgezeichneten Fotograf empfehlen. Ja, ich möchte aber, dass er diesen lächerlichen Hut hier wegretuschiert. Aber das macht er. Du musst ihm nur sagen, was für eine Frisur dein Großvater getragen hat. Das sieht er ja, wenn der Hut weg ist. Also jetzt erzähl weiter, ich beschwör dich. Was hast du sonst noch auf der Insel gemacht? Roman, habe ich geschrieben. Roman. Im Urwald verloren. Schön. Darf ich ein bisschen was? Na, aus Gedächtnis. Erstes Kapitel. Don Alonso schwang sich auf sein Pferd und sagte, vorwärts, 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 na, vorwärts. Wie lang noch vorwärts? 16 Seiten lang. Warum? Das Pferd will nicht laufen. Also ich muss dir was sagen. Deine Mutter muss sehr kinderliebend gewesen sein, dass sie so etwas wie dich überhaupt großgezogen hat. Meine Mutter hat ja 5 Kinder großgezogen. Außer mich, den sie großgezogen hat, ja noch 3 andere Buben. Und ein Mädel. Mein ältester Bruder hat einen Posten in einer Konservenfabrik.
Jeden Morgen zieht er sich seinen schwarzen Anzug an. Und so braucht er in einer Konservenfabrik einen schwarzen Anzug. Er drückt den Ösardinen die Augen zu. Mein zweiter Bruder ist Maler. Was malt er? Herren und Damen. Ah, Porträtist. Nein, Türmaler. Tiermaler. Türmaler. Auf die eine Tür malt er Herren, auf die andere Damen. Ach, und dein dritter Bruder? Ist seit 10 Jahren bei einem Arzt. Als Assistent? Als Skelett. Ja, und was ist mit deiner Schwester? Sekretärin meinem Kaufmann. Die hat jetzt gut getroffen. Ihr Chef ist wie ein Vater zu seinen Angestellten. Immer am Wochenende macht er mit dem Betrieb einen Ausflug. Da wird gegessen, getrunken, dann geht es noch in ein Theater, dann in eine Bar, dann in seine Wohnung. Dort wird übernachtet, dort bleibt er manchmal bis in der Früh. Sehr schön. Wie viele Angestellte hat er? Nur meine Schwester. So was. Blöd. Aber ich freue mich, dass es deinen Geschwistern so gut geht. Hoffentlich benehmen sie sich auch dementsprechend ihren Eltern gegenüber. Viele Kinder sind nämlich undankbar. Viele. Ja, nicht alle. Aber nicht alle. Es gibt auch dankbare Kinder. Ich kenne zum Beispiel eine Mutter, die ihr ganzes Leben für fremde Leute gewaschen hat. Nur damit ihr Sohn studieren kann. Jetzt ist er Arzt geworden. Na und? Lässt nur bei ihr waschen. Brieftauben habe ich mir auch von Insel mitgebracht. Brieftauben, wozu? Hobby. Ein Hobby von mir. Eine, mein Karl, eine ist eine Expressbrieftaube. Die fliegt 100 Kilometer in der Stunde. Neulich habe ich sie nach Hamburg geschickt. Hat sie die 900 Kilometer von Wien nach Hamburg in 15 Stunden gemacht. Wieso nicht in 9 Stunden? Sie hat sich München angeschaut. Wo hältst du diese Brieftaube? In meinem Sommerhause, wo die Geschichte mit der Daisy passiert ist. Daisy, wer ist Daisy? Meine Katze. Was? Eine Katze hast du auch? Okay. Was war mit der? Ich fühle eines Tages mein Feuerzeug. Mhm. Plötzlich springt die Katze auf den Tisch, schüttet das Benzin um, trinkt es aus. Ich, starr, schaue sie an. Die Katze schüttelt sich, springt auf das Fensterbrett, springt in den Garten, springt auf einen Baum, springt auf einen zweiten Baum, springt auf den ersten Baum zurück, springt wieder auf das Fensterbrett, springt auf den Tisch, springt auf den Kasten, dort bleibt sie regungslos stehen. Was war? Das Benzin war ja ausgegangen. Wir hoffen, dass jeder von Ihnen auch wirklich Spaß versteht. Wir wollten Sie gut bedienen und die Hauptsache ist, es war blöd.